Hey Leute, ich möchte heute mit euch ein paar Runen durchgehen und zwar im Speziellen die Resolve-Runenreihe mit den Resistenzen. Das heißt, wir besprechen heute ein klein bisschen Conditioning, Second Wind und Bone Plating und welche ich euch persönlich raten würde. Zunächst einmal Second Wind, eine Rune, die es uns erlaubt, nachdem wir Schaden erlitten haben von dem Gegner, dass wir eine Health-Regeneration haben, die 6 plus 4% des fehlenden Lebens beträgt und das Ganze über 10 Sekunden. Diese Rune ist ausnahmslos perfekt für die Lane, wenn man gegen einen Brand, eine Syra, einen Twitch oder sonst irgendwas spielt, Champions, die kleinen Schaden verursachen, den man dann im Prinzip schon wieder komplett hochheilen kann. Außerdem erlaubt es einem die Rune, dass man wirklich in der Lane lange durchhalten kann. Denn es ist immer wieder ein Faktor des fehlenden Lebens. Und wenn man halt so ein bisschen Leben zusammengesammelt hat, gerade Tank-Supporter mit dem ein oder anderen Relic-Shield und den Aufwertungen, der hat dann schon mal ein bisschen Leben, hat dementsprechend auch die Möglichkeit, mehr fehlendes Leben zu haben und kann dadurch wieder mehr regenerieren. Second Wind, die perfekte Rune also für die Lane, um lange durchhalten zu können. Doch wie steht es mit Bone Plating und Conditioning? Denn Chrysalis ist seit 8.23 weggefallen. Und da muss man einfach nur ein klein bisschen die Mathematik wirken lassen und ich habe mich jetzt hier mit einem Braum Level 8 hingestellt, keine Fähigkeiten, keine weiteren Runen bezüglich der Resistenzen, also hier bei den Shards, schön Attack Damage. Aber ist ja egal, also keine weitere Rüstung hier. Das heißt, wir sind aktuell mit 70 Rüstung unterwegs und 39 Magieresistenz. Wir schauen mal nur speziell jetzt hier auf die Rüstung, denn je höher der Wert ist, desto knapper wird praktisch der Unterschied, aber der ist besser hier, um es euch zu verdeutlichen. Wir möchten herausfinden, wann ist Bone Plating besser, wann ist Conditioning besser. Bone Plating ist ganz klar besser bis zur 10. Minute, wenn die Gegner die Möglichkeit haben, in einem speziellen Faktor euch zu all-innen. Wenn die Gegner einen Lucian haben oder eine Kaiser, dann ist auf jeden Fall Bone Plating gegen diese Champions auf keinen Fall schlecht, denn die können euch mit einer Combo auf jeden Fall die Schadenswerte zufügen. Das heißt, Bone Plating hat einen speziellen Einsatzfaktor. Wenn ein Gegner euch trifft, dann bekommt ihr für 1,5 Sekunden ein paar Platten um euch herum, die durch weitere Angriffe bis zu 3 Stück ausgelöst werden und Schaden verringern. Das Ganze ist auf erster Stufe bei 25, auf Stufe 18 bei 50. Wir betrachten das Ganze jetzt hier auf Stufe 8, dort ist der Wert etwa 35, ein klein bisschen drüber, aber das stört uns jetzt hier nicht. Das heißt, wenn ich jetzt Schaden bekomme von einem Champion, dann werden die nächsten 3 Angriffe von ihm jeweils um 35 Schaden verringert. Das Ganze passiert nach Abzug der Resistenzen, deswegen drehen wir jetzt für die Berechnung das Ganze den Spieß um und gehen auf effektives Leben. Denn dort ist dann praktisch der totale Wert, den wir haben. Und da können wir dann auch ein klein bisschen besser das Ganze durchrechnen. Das heißt, jetzt hier rechnen wir Folgendes. Wir bekommen durch 70 Rüstung und unseren 1089 Leben haben wir ein effektives Leben gegenüber Rüstungsschaden von 1851. Das sollten wir uns mal kurz merken, denn praktisch auf diesen Wert können wir nochmal 3 Bone Platings draufrechnen. Jeweils 35, heißt 105 oben draufrechnen. Dann landen wir bei 1956 Schaden. Wir haben also 1956 effektives Leben mit Bone Plating gegenüber physischen Schaden. Das ist das Erste, was wir mal kurz im Hinterkopf behalten. Und jetzt spulen wir mal die Zeit ein klein bisschen vor, denn mit Minute 10 bekommen wir Conditioning geprockt. Das heißt, wir bekommen dort 8 Magieresistenz, 8 Rüstung und 5% Bonus auf unsere gesamten Resistenzen. Das heißt, auch bis zu diesem Zeitpunkt werden wir natürlich die ein oder andere Rüstung mehr haben, die ein oder andere Resistenz mehr haben. Das heißt, prinzipiell sind die Werte dann in der Realität ein bisschen höher. Aber das macht überhaupt nichts. Das ist trotzdem noch, was die ganze Mathematik betrifft, immer noch Weibel. Wir haben jetzt hier 82. Ne? Wir haben eben durch die Conditioning haben wir erstmal 8 bekommen. Wir haben dann nochmal plus 5 durch die ganzen, ne, 5% bekommen. Das ist also schon mal sehr, sehr schön. Wir landen jetzt hier mit 82 Rüstung bei einem effektiven Leben von 1981. Und wer aufgepasst hat, der wird bemerkt haben, dass das jetzt 25 mehr sind, als uns die Resistenzwerte und Bone Plating von zuvor gegeben haben. Das Ganze begründet sich im Prinzip darauf, dass Bone Plating ja eigentlich nur gegen All-Ins einer speziellen Person schützen soll.
und Conditioning so ein bisschen eine skalierende Rune sein soll. Jetzt ist der Faktor mit der neuen Preseason, dass es im Early Game ziemlich harsch hergeht. Also da ist Action auf der Botlane, da ist viel Power, doch eigentlich können es sich Tank-Supporter, vor allem die, die gut bedrohen können, eigentlich auch erlauben, ein klein bisschen auf Scaling zu setzen. Denn Conditioning bringt, wie wir in diesem mathematischen Beispiel gesehen haben, prinzipiell mehr effektives Leben. Jetzt ist die Sache auch bei Boneplating, in einem Teamfight ist es durchaus möglich, dass die gegnerische Soraka mit einer Q, E oder einem Auto-Attack euer Boneplating triggert und der Schaden gegen sie die nächsten anderthalb Sekunden würde durch Boneplating reduziert werden. Aber gegen den Rest von der Truppe hilft das absolut nichts. Und deswegen ist Boneplating prinzipiell keine schlechte Rune, wenn es ums 1 gegen 1 geht oder wenn man eben auch All-Ins wie von Lucian oder sowas fürchten muss. Aber im Großen und Ganzen ist Conditioning definitiv die bessere Rune in dieser Reihe geworden. Chrysalis war zuvor so ein klein bisschen der Schutz und hat auch nochmal den Scaling-Faktor über AP oder AD gegeben. Aber Boneplating alleine ist jetzt halt wirklich nur noch Überleben eines All-Ins. Second Wind ist Laning-Phase gegen Poke überstehen. Im späteren Verlauf, klar, kann man da auch noch den einen oder anderen Punkt reduzieren. Aber prinzipiell, wenn ich das jetzt hier durchrechnen würde und sage, ich habe nur noch einen einzigen Lebenspunkt, das heißt, ich habe 1088 fehlendes Leben und da sage ich jetzt, ich habe meine 4%, das ist im Prinzip einfach nur noch nichts. Das sind 43 Leben, die wir durch den Second Wind hochheilen würden, plus nochmal 6, also sind wir bei etwa 50, was wir effektiv dazu bekommen. Das ist wirklich nichts im Vergleich zu eben dem, was uns Conditioning an Resistenzen und effektivem Leben bietet. Generell muss man sagen, man sollte natürlich auch auf die Lane aufpassen. Wenn man sieht, dass die Gegner harten Poke haben, Second Wind, wenn sie All-In wollen und können, Boneplating, für alle anderen Fälle wird Conditioning auf jeden Fall the way to go sein. Und wenn ihr diese Regel einfach beachtet, dann ist euch das Tür und Tor geöffnet. Ihr haltet so viel mehr aus als andere und die werden sich am Ende des Tages fragen, woher kommt denn das eigentlich? Ich hoffe, ihr wisst jetzt Bescheid. Ich hoffe, ich konnte das auch ein klein bisschen darlegen, wo hier die Unterschiede sind. Natürlich ist das alles nur auf dem Papier. Ausprobieren müsst ihr es selber, ob das dann auch wirklich so klappt. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.